Guten Morgen. Ich habe es satt. Ich habe es satt. Da könnte jemand mein Buch gelesen haben. Wie komme ich da drauf? Nun, ich glaube, diese Schlagzeile ging ja durch die Medien, und zwar von Professor Dr. Knut Löschke. Der ist Sachverständiger gewesen, und zwar im Bundestag in einer Enquete-Kommission. Enquete ist nichts weiter als Untersuchungskommission. Also da ging es um wichtige Dinge, und da war er Mitglied. Er hat es untersucht. Natürlich versucht man ihm gleich die AfD-Mitgliedschaft zu unterschieben, aber das stimmt nicht. Das könnt ihr auch auf dieser Seite hier nachlesen. Hier Sachverständige, Knut Löschke und so weiter. Das werde ich jetzt nicht alles verlinken, aber ich werde euch diesen Artikel verlinken, wo dieser Mann mir auch aus dem Herzen gesprochen hat und wo ich schon sagte, er könnte mein Buch gelesen haben, denn er spricht mir auch aus der Seele. Gut, zitieren wir es sofort, lehnt euch zurück, ich lese es vor, das geht am einfachsten. Ich habe es satt. Ich habe es satt, oder um es noch klarer auszudrücken, ich habe die Schnauze voll vom permanenten und immer religiöser werdenden Klimageschwafel, von Energiewende-Fantasien, von Elektroauto-Anbetungen, von Gruselgeschichten über Weltuntergangsszenarien, von Corona über Feuersbrünste bis Wetterkatastrophen. Ich kann die Leute nicht mehr ertragen, die das täglich in Mikrofone und Kameras schreien oder in Zeitungen drucken. Ich leide darunter, miterleben zu müssen, wie aus der Naturwissenschaft eine Hure der Politik gemacht wird. Ich habe es satt, mir von missbrauchten, pubertierenden Kindern vorschreiben zu lassen, wofür ich mich zu schämen habe. Ich habe es satt, mir von irgendwelchen Gestörten erklären zu lassen, dass ich Schuld an allem und an jedem, vor allem aber als Deutscher, für das frühere, heutige und zukünftige Elend der ganzen Welt. Ich habe es satt, dass mir religiöse und sexuelle Minderheiten, die ihre wohlverbrieften Minderheitenrechte mit pausenloser medialer Unterstützung schamlos ausnutzen, vorschreiben wollen, was ich tun und sagen darf und was nicht. Ich habe es satt, wenn völlig Übergeschnappte meine deutsche Muttersprache verhunzen und mir glauben beibringen zu müssen, wie ich mainstreamgerecht zu schreiben und zu sprechen habe. Ich habe es satt mitzuerleben, wie völlig Ungebildete, die in ihrem Leben nichts weiter geleistet haben als das Tragen einer fremden Aktentasche, glauben, Deutschland regieren zu können. Ich kann es nicht mehr ertragen, wenn unter dem Vorwand einer bunten Gesellschaft Recht und Sicherheit dahinschwinden und man abends aus dem Hauptbahnhof kommend über Dreck, Schmutz, Obdachlose, Drogensüchtige und Beschaffungskriminelle steigen muss, vorbei an vollgekrakelten Wänden. Ich möchte, dass in meinem Land die Menschen gleich welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe und gleich welcher Herkunft wertgeschätzt und unterstützt werden, die täglich mit ihrer fleißigen, produktiven und wertschöpfenden Arbeit den Reichtum der ganzen Gesellschaft hervorbringen. Die Mitarbeiter in den Unternehmen, die Handwerker, die Freiberufler, die vielen engagierten und sozial handelnden Unternehmer der kleinen und mittelständischen Wirtschaft. Ich möchte, dass die Lehrer unserer Kinder, die Ärzte und Pfleger unserer Kranken und Hilfsbedürftigen die Anerkennung, die Wertschätzung und die Unterstützung erhalten, die sie täglich verdienen. Ich möchte, dass sich die Jungen und Ungestümen in den wohlgesetzten Grenzen unseres Rechtsraumes austoben, aber sich auch vor ihren Eltern und Großeltern, vor den Alten und Erfahrenen verneigen, weil sie die Erschaffer ihres Wohlstandes und ihrer Freiheit sind. Professor Dr. Knut Löschke. Anmerkung der Redaktion: Die im Forum dargestellten Äußerungen und Meinungen sind nicht unbedingt mit denen der Redaktion identisch. Für den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor. Gut. So muss man das ja heute sagen.
Dann sage ich nur, ja, der Mann spricht mir aus dem Herzen. Und trotzdem darf ich mich natürlich nicht hier auf seine Seite stellen. Ihr wisst ja warum. Und das mache ich ja in diesem Fall auch gar nicht. Ich habe lediglich zitiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag, denkt darüber nach. Und ja, macht was, Leute. Macht was, damit wir nicht mehr sagen müssen, ich habe es satt, sondern damit es besser wird. Also, alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.